Hallo, Freunde des geschnitzten Holzbeins und des außergewöhnlichen Augenklappendesigns. Freut mich, ihr seid wieder dabei bei Salt 2 und wir verfolgen die Mission, wir wollen dahin. Hier sind wir, dahin wollen wir. Das dürfte ja 2 East und 5 Nord, dürfte ja eigentlich kein Problem sein. Wir müssen nur mal schauen, wo wir unser Floß rauslassen. Ja, exakt irgendwo hier, ne? Guck mal, ein Banane haben wir sogar schon wieder verbraten und es wird dunkel. Das ist natürlich jetzt suboptimal, aber gut, dass wir eine Laterne gebastelt haben. So, jetzt hier Inventory. Ship. Place. So, was habe ich hier gesagt? Wo ist denn hier noch ein bisschen Licht? Nordost. Nordost. Wir müssen also in die Richtung. Hätten wir vielleicht das Floß auf die andere Seite setzen sollen, aber egal. Wir kriegen es hin. Ja. Los geht es hier. Drehen wir unser Schiff mal. Ach, guck mal, wie schön, oder? Oh, wie schön. Ich liebe es. Also die Sonnenuntergänge auf dem Meer sind ja ein Traum. So, ich glaube, wir müssen ein bisschen in die Richtung, ne? Ist die Frage, finden wir die Insel überhaupt bei Nacht? Vielleicht sollten wir mal hier. 4 East, 4 Nord sind wir. Warte mal, mal kurz auf die Map schauen. Wahrscheinlich müssen wir noch ein bisschen in die Richtung drehen. Oh je, das bei Dunkelheit. Das ist ja übel. Aber geil aussehen tut's ja, ne? Oder ist es die Insel? Nee. Jetzt fängt's nämlich schon an hier. Wo ist denn eigentlich meine Lampe? Schauen wir mal kurz. Wir sind hier nie ohne Seife waschen. Wir müssten jetzt eigentlich ein bisschen gen Westen, ne? Westen ist in die Richtung. Ja gut, das kriegen wir nah. So. Das müsste jetzt gut aussehen, oder? Bisschen noch in die Richtung. Ah, es ist tatsächlich die Insel, ne? Ah, sehr gut. Jo. Ich bin gespannt. Blöd ist, wenn du vom Fluss fällst, ne? Dann ist das Ding weg. Dann musst du gucken, dass du an Land schwimmst. Oder kann man das aus dem, im Wasser auch wieder aus dem Rucksack droppen? Das müsste man mal ausprobieren. Ja, guck mal, wir sind genau richtig. Ach, ich finde es auch total gut, ne? Mit der Laterne. Jo, wir sind gleich da. So, müssen wir doch direkt darauf zusteuern. Schön. Und ich finde, die Nacht ist auch gar nicht so arg dunkel, ne? Es geht eigentlich. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier unsere Quest-Items kriegen, die wir brauchen. Ach,
Ach, die Nächte sind eigentlich echt schön, ne? Mit dem Mond zusammen, wenn du da das Licht hast, ist top. Ah, jetzt wird's natürlich spannend. Da steht ein Reh. Jagen würde ich sagen, machen wir, wenn, aber bei Tag, oder? Wir schauen uns erstmal gemütlich um, wie immer. Ich überlege gerade, ob wir mal andersrum gehen. Komm, wir gehen mal andersrum. Und wir könnten eigentlich mal hier, haben wir noch? Ah, Banane haben wir noch, ne? Wir drücken uns mal eine rein. So. Bisschen Leben pushen. Ich guck als immer mal, ob man hier irgendwo was entdeckt. Also nicht wundern, wenn ich mal abrupt stehen bleibe. Aber tatsächlich, wenn man die Wellen ein bisschen ausmacht, dann gibt es keine Lexbikes, witzigerweise. Ich hoffe, da schrauben sie noch ein bisschen an der Performance, aber machen sie bestimmt. Nee, naja, klar. Tja, das ist das Leben eines einsamen Piraten, ne? Von Insel zu Insel immer in der Hoffnung auf einen Schatz. Ich bin auch nachher mal sehr gespannt, wenn man dann mal ein Schiff hat und man darf auch Sachen an Bord bauen. Was man alles bauen kann. Eine Werkbank ist wahrscheinlich klar, so eine Cooking Station. Gehe ich auch stark davon aus. Wahrscheinlich so ein Kartografentisch. Oh, ich bin so neugierig. Oh, da war mal kurz das Spike. Ja, ich beobachte das immer mal ein bisschen. Da ist so ein Stein. Ist da Feuer? Ne, das sind Sterne, ne? Ja, das sind Sterne. Sehr schöne Insel, aber. Gefällt mir ganz gut. Och, komm. Manchmal hast du aber null Glück, ne, mit den Muscheln. Ey. Ist jetzt nicht wahr hier. Aber ich würde sagen, die Laterne war ein sehr gutes Investment. Weil ich würde auch unheimlich gern immer die Nacht ein bisschen nutzen. Anstatt die immer zu verschlafen, weil das fördert halt unseren Hunger. Na. No. Aber gesehen habe ich jetzt noch nichts Spannendes. Wir könnten mal... Wo ist denn der... Das sollten wir mal eigentlich als erstes machen. So, wir sind jetzt hier. Mal eine Insel dazu beppen. Da bin ich mal jetzt gespannt. Wehe, hier gibt es nicht das, was wir suchen. Fahre ich aber in das NPC-Dorf zurück und hau da jemanden aufs Hirn, ne? Das ist mal sowas von klar. Seesterne. Jedoch keine Muscheln hier. Was ist das hier? Jump'n'Run, oder? Ist ja ein bisschen Jump'n'Run, ne? Wow, die Insel ist ja ziemlich groß, würde ich behaupten. Oh, was ist da drüben? Oh, was haben wir hier? Ah, Kopper. Nehmen wir mit. Brauchen wir auf jeden Fall. Ich denke immer, ach, die Muschel ist es jetzt bestimmt. Da muss jetzt eine Perle drin sein. Ey, das ist auch so eine Sucht. Muschelsammelsucht. Ach, dammit, Mensch. Ah, die Bucht hier ist aber auch schön anzusehen. Oh, guck mal, ich glaube, da drüben gibt es ein Dorf oder sowas. Da ist Licht, gut zu wissen.
müsste, glaube ich, auch demnächst wieder Tag werden. Und dann können wir uns das Dörfchen mal dazu Gemüte führen. Ah, wunderbar. Gerade mal kurz gucken. Guck mal, wir sind jetzt schon ein bisschen unterwegs. Und wir haben jetzt ein Viertel vom Rucksack erst voll. Ey, das Spiel ist super mega gut für mich. Ich, der so gerne sammelt. Das Beste ever. Ach, nice. Manchmal ist das Spiel dann doch nett. Ja, jetzt übertreibt es das Spiel aber. So, jetzt darf es langsam mal hell werden. Wir sind noch nicht einmal rum. Oh, ich höre jemanden pfeifen. Ich finde die Geräuschkulisse auch echt gut gemacht. So, jetzt sind wir tatsächlich einmal rum. Jo, dann sehe ich da ja schon ein Dach, da würde ich gerne mal mit euch gucken. Nur zur Sicherheit, ne? Oh, sag mal, lieber Hirsch. Oh, guck mal, ein Alpha. Oh, da ist so Nebel. Das sind bestimmt keine Freunde, wenn da welche sind. Wir schleichen hier mal ein bisschen rum. Sehen tue ich noch niemanden. Seht ihr jemanden? Nee, oder? Oh, Level 40 Mining. Wow. Okay, das ist noch eine Spur zu hart für uns. Okay, was ist denn hier mit den Häusern passiert? Fiber nehme ich. Dankeschön. Können wir da irgendwo rein? Nee. Da wäre die Tür gewesen. Das Haus ist total versorgt. Oh, guck mal, man kann da reinluschern. Okay, da komme ich nicht drüber. Jetzt haben wir hier noch ein Fässchen. Schade. Ah, eine leere Flasche. Danke. Oh, hier kann man aber rein. Na, hier gibt es natürlich gar nichts. Ob man später auch eine Schaufel finden kann? Hier, das wäre jetzt so eine typische Grabestelle eigentlich. Okay, das war mal ein Satz mit X. Das hier sieht so ein bisschen aus wie so ein Pfad. Ich folge dem Pfad mal. Kleines Geschenk nehme ich. Da sind die Rehe. Ja, aber hier müsste es doch noch irgendwo was geben, ne? Denke ich. Ah ja, da drüben, ne? Da gehen wir mal als nächstes schauen. Ah, jetzt wird's spannend. Freund oder Feind? Freund oder Feind? Oh, guck mal, da läuft einer rum. Naja, so wie der rumläuft, ist er eher fein.
Huh. Okay, Kopper, Spitzhacke. Ach, guck mal. Dietrich-Rezept. Ich finde das mit den Blocken. Lass uns noch mal kurz gucken. Der Säbel hat was für ein Blockfenster? 3. Ich meine, wir können es ja mal ein bisschen probieren zu blocken. Aber ehrlich gesagt finde ich das mit dem Stück zurückgehen, wenn er schlägt, in der Hoffnung, dass er vorbeischlägt, eigentlich auch nicht so die allerschlechteste Taktik. Hier ist irgendwo noch einer. Weiß noch nicht wo. Da hinten sehe ich noch einen. Ach ja, ein Würmchen und eine Holzschüssel. Was haben wir da? Schriftrolle, leere Flaschen. Ich schaue mir die Schriftrolle dann später noch mit euch an. Öl haben wir nur. Ach, guck mal, hier können wir uns noch was craften. Das machen wir. Fische, ja. Wir sollten uns auf jeden Fall auch mal Fische organisieren. Ich mach mal so. Dann haben wir noch ein paar Potions auf Lager. Ach, guck mal, die ist super, ne? Auch geil. Dann haben wir jetzt 11 Heilpotions. Kupfer. Oh, noch ein Kompass, den können wir verchecken. Ach, guck mal. Noch eine Lampe. Da läuft noch, also da läuft einer, den sehe ich. Da steht noch einer und da steht auch noch einer. Also bedeutet das wieder für uns, wie bei den Skeletten, wir schnappen uns die einfach nacheinander. Guck mal, der müsste mich doch jetzt eigentlich sehen. Ah ja. Wunderbar, das hat gut geklappt. Rezept. Nice. Der hat sogar richtig gute Sachen dabei gehabt. Dankeschön. Da sehe ich jetzt noch 2 rumstehen. Oh, guck mal, die haben hier ein Gefängnis. Ich hätte gern diesen einzelnen auf der einen Seite hier, der da immer hin und her läuft. Oh, wir sollten auf jeden Fall mal einen Heiltrank nehmen. So. Gerade immer mal ein bisschen umgucken. Er müsste ja irgendwo hier sein dann, ne? Wir können dann ja zur Not auch wegrennen. So richtig mutig. Ach, guck mal, da steht einer, da steht einer. Den einen hier hätte ich gerne. Da läuft einer hin und her. Den hätte ich eigentlich gern zuerst. Sieht er mich jetzt nicht? Ah, jetzt. Ja, kommst du? Trau dich ruhig. Wunderbar. Ich glaube, wir haben gerade den Kompass gekriegt. Kann das sein? Ich drücke immer viel zu schnell. Ist mir gerade aufgefallen. Das ist der stinknormale Basiskompass. Vielleicht sieht man Quest-Items hier aber auch nicht. Das kann sein, ne? Ah, doch, hier. Guck mal. Der gestohlene Kompass. Tja, Freundchen. Sorry, aber den muss ich jemandem wiederbringen. So, jetzt war hier doch noch einer, da steht er. Ach, der hat natürlich nichts. Da läuft auch noch einer.
Naja, immerhin 4 Kupfer. Und es ist immer noch duster, ne? Die Nacht ist ganz schön lang. So, da läuft auf jeden Fall noch einer mit dem Hut. Oh, was ist das da hinten? Ist da hinten auch noch was? Ach, guck mal, da steht noch einer. Captain Norris. Oh nee, hoffentlich ist das nicht der Bruder von Chuck. Dann habe ich jetzt richtig gelitten, ne? Oh. Ach, nice. Wir haben die Würfel auch. Ich werd verrückt. Und wir haben noch einen Schlüssel gekriegt. Ich versuche gerade mal zu schauen, ob hier irgendwo noch einer ist. Was haben wir hier? Käseflaschen. Ja, will ich. Okay, Blade. Oh. Quartermaster Cutlass. Nehme ich. Und Stamina Potion. Lass uns mal kurz gucken. Was haben wir hier gekriegt? Das. Oh, guck mal. Parry. 1 bis 4. 2 bis 5. Und uns mal 1 bis 6. Aber ich glaube, ich würde das schon gerne benutzen, oder? So, warte mal. Haben wir noch einen Platz frei? Nö, dann tauschen wir einfach hier. Das nehmen wir mal. Ich guck gerade mal. Nee, das passt schon. Kann man da nicht auch wie bei den Klamotten Stats vergeben? Scheinbar nicht, ne? Ach, schön, es wird wieder hell. Ach, danke. Ja, dann räumen wir hier die Bude noch aus, hätte ich gesagt. Kupfer. So, mal gerade ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Okay, hier steht so ein bisschen drin, wie man ein wahrer Pirat wird. Indem man natürlich richtig gute Segelskills hat. Und auch entsprechende Abilities im Kampf, im Kämpfen. Also, dass man schon ein bisschen was auf der Kette haben sollte. Jo, das ist eigentlich so. Und dass Kapitäne als solches immer ein bisschen schwierig zu durchschauen sind. Oh ja. Ach, nee. Warte. Was? Das ist ja mal... Wir haben gerade einen Hut gekriegt. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Inspector Select Items. Select nothing, hä? Warte. Ah, hier, guck mal. Bogenschießen, Konstitution. Wir machen mal Bogenschießen. Kann die eigentlich auch was? Nee. Und hier haben wir ja bisher Schnelligkeit. Das ist gut. Yay, wir haben einen Hut. Endlich haben wir mal einen Hut. Wir kommen dem richtigen Piraten-Outfit so langsam näher, ne? Sehr geil. Finde ich ja echt cool. Schauen wir uns mal das Gefängnis an hier. Kann man hier die Türen irgendwo aufmachen?
Nee, sieht nicht so aus. Ach, zwei Kupfer hat er in der Tasche. Danke. Nochmal vier Kupfer. Und Töfkins. Level 10. Boah, ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis wir Level 10 sind. Ne? Ah, Kupfer. Spitzhacke. Ach, guck mal, ein Anker. Ist ja cool. Ah, eine Workbench. Wie sieht's eigentlich aus? Wir können uns mittlerweile sogar eine Angel machen. Das würde ich auch mal machen. Und sowas machen wir uns hier auch. Perfekt. Dann haben wir nämlich auch die lang ersehnte Angel schon mal in der Tasche. Ja, das war doch eine sehr erfolgreiche Runde. Oh, hier gibt's noch Stuff. Bogen. Ach, jetzt haben wir uns so einen Angelhaken gemacht. Und hier wäre einer in der Kiste gewesen. Macht nichts. Ach, noch einer sogar. Ich weiß gar nicht, wie viel man von denen dann braucht. Ob die kaputt gehen, wenn man irgendwie schlecht angelt. Ah, das finden wir alles raus. Ja, ich würde sagen, das Piratenlager hat sich hier auf jeden Fall gelohnt. Und ich würde noch die restliche Insel erkunden. In gewohnter Manier und die Ressourcen abfarmen. Sollte ich wieder warten, was entdecken, dann machen wir das gleich zum Anfang der nächsten Folge zusammen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt mir gesund. Genießt die Zeit. Bis gleich. Ciao.